Hallo Freunde, heute habe ich für euch einen grandiosen Nachtisch aus ganz wenigen Zutaten. Blätterteig, Paradiescreme, etwas Milch. Viel Freude beim Anschauen, Nachbereiten und Genießen. Hammer. Rolle Blätterteig habe ich erstmal genau in der Mitte geschnitten und dann in gleich große Streifen, so dass ich oben und unten gleiche Größe habe. Nun habe ich hier etwas Milch, bestreiche sie alle mit etwas Milch. Der Backofen heizt vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze und jetzt überall etwas Zucker drüber streuen. Und ab geht's in den Backofen. Der muss vorgeheizt sein. In 150 Milliliter Milch gebe ich eine Tüte Paradiescreme mit Vanillegeschmack. Und mit dem Mixer einrühren. Nach circa 3 Minuten ist die Creme sehr fest geworden. Die kommt jetzt in den Kühlschrank, solange der Blätterteig noch backt. 10 bis 15 Minuten braucht der Teig im Backofen. Rausholen, wenn es schön braun ist. Die Creme habe ich in eine Spritztüte getan und jetzt werde ich die Creme nur auf eine Seite drauf machen. Ich lasse immer die schönere Seite praktisch für oben. Und hier die Creme drauf geben. So. Von der Creme gibt es wirklich genug. Kann man schön großzügig darauf die Creme geben. Lecker. Jetzt noch etwas Puderzucker darüber verteilen und schon ist unser super schneller, sehr einfacher und sehr leckerer Nachtisch fertig. Freunde, ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben, um keine weiteren leckeren Videos zu verpassen. Abonniert bitte meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, eure Xenia.